Hallo und herzlich willkommen zurück bei South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Und wir werden heute, wie gesagt, noch ein bisschen die Stadt erkunden mit unseren neuen Fähigkeiten. Vielleicht werden wir noch das ein oder andere hier finden, was wir vorher noch nicht gefunden haben. Ah, okay, das ist der Geheimgang. Ich will wieder raus. Ja, schauen wir mal. Hier haben wir aber, glaube ich, alles soweit gefunden, ne? Ich gehe nur mal nochmal auf Nummer sicher. Ich weiß, wir waren gerade eben erst hier, aber was soll's. Vielleicht haben wir irgendwas vergessen, man weiß es ja nicht. Und zum Beispiel da hinten den Ninja. Wir haben ihn alle gesehen. Jawohl. Aber hier oben haben wir, glaube ich, alles. Oh, die Freck hier. Klar, ich habe alles drauf. Gut, hier oben war nichts mehr. Das ist dann schon mal sehr gut. So, mein Freund, der Ninja. Ich muss dich leider jetzt verprügeln, mein koreanischer Freund. Ist nur ein. Ah, nein, sind zwei. Ich dachte, jetzt wäre nur einer. Warum haben wir jetzt eigentlich Captain Chaos dabei? Ich hätte eigentlich Callgirl wollten wir eigentlich mitnehmen, ne? Die haben überhaupt keine Chance. Macht euch auf Schmerz gefasst. Für Chaos. Aber der ist eigentlich auf der Distanz auch nicht schlecht. Das wäre eigentlich eine Alternative. Dann haben wir zwei Leute, die ein bisschen was im Nahkampf können und zwei von der Distanz, beziehungsweise drei, weil ich kann ja beides. Jawohl. Wieder ein bisschen Minz und wir kommen dem nächsten Heldenrang immer näher. So, hier ist nichts mehr, ne? Seht ihr? Drogenfläschchen gefunden. Haben wir doch noch was vergessen? So schnell kann es dann doch manchmal gehen. Damit können wir ja dem einen seinen Vater beschwören. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Der komische, der oben auf dem Haus gesessen hat, wo wir gerade eben hergekommen sind. So, hier wollen wir aber nicht mehr hin. Jetzt gehen wir wieder zurück. Düp. Wir werden, wie gesagt, in der Reihe nach alles jetzt absuchen. So, bei Kenny waren wir zwar schon, aber wir gehen trotzdem noch einmal durch. Weil vielleicht haben wir doch noch irgendwas übersehen. Wo ist diese verdammte Katze? Ja, wo ist sie denn? Ah ja, zum Beispiel das hier oben. Der Hamster ist es. Seht ihr?
So schnell kann es gehen. Man übersieht immer mal irgendwo was. So ein feiner Lakai. So kleiner. Das ist so widerlich. Dip, Einmachglas des Lebens. Aha, seht ihr, ein 100er Artefakt gefunden. Hat sich also schon gelohnt. Hol dir eine eigene. Ich brauch keine Motivation, Schätzchen. Also laber nicht so viel. Noch eins? Saugeil! Wie sie dann immer so glücklich sind, ne, weil man ein Foto mit ihnen macht. Hallo? Oh, Entschuldigung. Aber ich werde krank. Ist nun mal leider so, lässt sich nicht verhindern. So. Hier haben wir dann wohl alles. Ah, hier waren wir jetzt schon drin. Moment. Oh. Wo? Ah, hier ist ja ihre Puppe. Foto machen. Super Puppenspürnase. Ich gehe mal nur mal auf Nummer sicher. Ich weiß ja, wir haben es gemacht, aber vielleicht hat das Spiel auch mal einen Fehler gemacht. So, jetzt im Moment. Oder das machen wir am Ende, wenn wir alles durchsucht und gefunden haben. Ja, man findet immer überall was. Oben auf dem Dach haben wir, da oben haben wir zum Beispiel letztes Mal noch Dings gefunden. Wie heißt es? Den komischen sprechenden Klipper. Und noch ein Ninja. Oh, sogar vier Stück diesmal. Ich würde sagen, wir beschwören mal die frühere Person von uns. Ah, kann der auch mal Gas geben? Ja, wer Koreanisch kann, falls es hier Koreanisch ist, kann es mir auch gerne mal übersetzen. Oh nein, es kommt noch ein Ninja. Das hasse ich an den Ninjas. Jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Warum haben wir die andere Fähigkeit hier eigentlich noch nicht? Aber was ich auf jeden Fall mal probieren will, ist dieses Fläschchen, ne? Probieren wir es mal nur aus, wie es aussieht. Für Valhalla. Oh nein. Hahaha. Alter. Da ist er. Hat aber jetzt nicht so viel gebracht. Aber war trotzdem witzig mit anzusehen. So, mein früheres Ich hat immerhin schon mal so viel gebracht, dass er uns einen Ninja vom Hals geholt hat. Davon werden die sich eine Weile erholen müssen im Krankenhaus. Es liegt was in der Luft, der Human Kite. What the fuck?
Ja, das sehe ich auch so. Das Gute ist, jetzt haben wir wieder die 100%ige. Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. Zeit für meine mächtigste Waffe, den Hammer des Chaos. Ja, es lohnt sich eigentlich nicht, ne? Schade, es lohnt sich nicht. Die Hauptattacken sind dann doch zu schwach. Das Gute ist, der kann genau das, was der andere auch kann. Oh, und weg ist er. Zum Wetter, aus dem Westen nähert sich der Zorn des Kalt. Man kann sagen, was man will, aber seine Attacke ist immer noch die geilste. Von denen, wo ich kenne, Callgirl muss ich mal noch schauen. Es gibt ja noch so viele Charaktere, die ich noch nicht gesehen habe. Was willst du mir blasen, Chaos? Chaos! Oh, Drecksau, Alter. Hauptsache, er muss noch einen herbeschwören, Mensch. So, dann machen wir ihn mal platt. Du stemmst wohl den ganzen Tag Gewichte, Cam. Sieg! Jawohl, Sieg. So, hier oben haben wir aber des Weiteren nichts. Erinnerst du das Fargo-Bar-System? Na klar, ich erinnere. Großartig. Erinnerst du City Alpha 5? Oh ja, ich erinnere. Ich erinnere! Das Gute ist, wir haben halt eben den Ninja. Wir wollen natürlich auch von den Leveln her immer höher kommen. Weil dann bekommen wir natürlich noch neue Artefakte und die brauchen wir ja. Aha. Ein Drogenfläschchen haben wir wieder gefunden. Ja, es kommt immer wieder was ans Licht, was wir noch nicht gefunden haben. Von daher ist das hier eigentlich gar nicht schlecht, was wir machen. Können wir da rein? Nein. Bevor ich jetzt hier weitermache, haben wir überhaupt irgendwelche Aufträge? Ah ja, wir müssen in den Tokens House, stimmt. Gehen wir erstmal nach oben. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier können wir eigentlich nur reinschauen. Gibt es hier was Interessantes? Oh, ein Chewbacca-Kostüm. Thor's Hammer. Oh, sogar ein Judenkostüm. Oder ein Judenschlafsack. Ah ja gut, der ist ja Jude, stimmt. Ich vergaß es. Ja, so, dann schauen wir mal, waren wir da oben schon? Weil natürlich habe ich am Anfang auch noch nicht alles so beobachtet wie jetzt später.
Weil ich noch nicht genau gewusst habe, was es alles gibt. Hier scheint doch irgendwas zu sein, aber ich weiß nicht genau was. Nein, nichts. So, gehen wir gleich hoch. So, die Toilette haben wir. Den Rest haben wir auch. Ja, er könnte hier echt mal aufräumen. Aber vielleicht finden wir noch irgendetwas, was wir beim ersten Mal übersehen haben. Ich glaube es zwar nicht. Können wir das anmachen? Und bringt jetzt nicht wirklich viel, ne? Hätte ja sein können. So, ist hier unten noch was? Nein. Doch. Ah, hier ist ja der kleine Freund. Mit dem haben wir aber, glaube ich, schon ein Selfie. Jawohl. So, dann haben wir hier oben schon mal alles gemacht. Gehen wir mal wieder in die Küche. Da haben wir auch alles. Haben wir das Windrad hier schon gemacht? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube es zwar schon, aber wir können es ja trotzdem mal wieder ausprobieren. Ja, ich weiß, die Sucherei ist jetzt vielleicht nicht das Spannendste, aber ich mach's halt eben gerne, weil ich doch versuche alles zu finden. Und wie gesagt, ich denke mal, gut, je nachdem wie viele Kämpfe noch kommen und alles, so 2-3 Folgen wird es wahrscheinlich dauern. Vielleicht sogar 4. Müssen wir mal schauen, wie wir durchkommen. Weil, wenn man ehrlich ist, bis jetzt haben wir noch nicht viel gemacht und es sind schon knapp 18 Minuten rum. Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich selber noch nicht. Ich durchsuche alles. Wir müssen auch die Umgebung. Oh. Dein Großvater wird nicht jünger, Billy. Ich brauche diese Gummis. Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul. Patches hätte mir Kondome gebracht. Ah, er braucht Kondome, der Opa. Müssen wir uns merken. So viele Follower beeindruckend für so einen Scheißhaufen. Jawohl, wir haben ein neues Shelly Marsh. Danke, Pischer. Ich werde dich jetzt mal nicht vermöbeln. So, dann haben wir wieder einen Follower mehr. Die Kondome müssen bei den Opa, das ist schon mal klar, das wissen wir jetzt. So, hier haben wir auch noch was. Ja, man findet immer mehr. Geiles Ding. Ich möchte richtig gerne jetzt da reingehen. Aber zuerst gehen wir mal hier rein.
Und dann erstmal hier rein. Erstmal die Möglichkeiten abwägen. So, hier war aber auch überall nichts, oder? Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Scheißhaus. Boah, was zum Teufel ist passiert? Ich hab's mir nur an der Kurve mit dem Drink gemütlich gemacht und auf einmal hat's wusch gemacht. Hat's wusch gemacht. Alles klar, mach ein Bild, das hält länger. Wendys Schissstatue, wichtiger Gegenstand, geil. Mrs. Hanky. Oh, jetzt müssen wir noch Mr. Hanky, der Weihnachtscode kommen. Das wäre mega geil. Ah, alles klar. Ich muss los und sehen, ob irgendwer ein paar Pillen runtergespült hat. Bis später. Ah, das Scheiß, das haben wir ja auch noch gar nicht. Stimmt. Hier waren wir vorher noch gar nicht drin. Oleg. Ich bin so ein richtiger Grobmotoriker. Auf dem Scheißhaus möchte man natürlich gerne scheißen. So. Was haben wir hier noch? Hauptsächlich Schrott. Aber seht ihr, es lohnt sich doch ab und an mal wieder alles zu durchsuchen. Anders hätten wir das hier alles gar nicht gefunden. Oh. Da Lemmy Wings. Habt ihr es gehört? Gute alte Lemmy Wings. Hey, das Balk hat doch dem anderen Balk geholfen, meine Schlüssel zu klauen, Arsch! Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber mein Auto war heute nicht zerkratzt. Also komm her. Du kriegst ein Selfie. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Wendy Marsh. Den nächsten Follower. Super. So, dann fehlen noch zwei Follower. Und dann... haben wir das wieder auch erledigt. So geil. Es ist voller Scheiße. Weltklasse, Alter. Oh, was haben wir denn hier? Ja, ich sage es nur immer wieder gerne. Es lohnt sich. Wir haben jetzt in den zwei Häusern hier, beziehungsweise drei, wo wir am Anfang noch waren, so viel gefunden. Das gibt's gar nicht. Und da haben wir noch ein Bild. Geil. Haben wir die jetzt alle voll? Ich möchte gerne erst noch warten, bis das jetzt kommt. Ach, noch drei Stück. Was haben wir hier? Kolossanzug. Aha. Ja, wie gesagt, es kommt immer mehr zum Vorschein. Ah, ich habe gedacht, die brauchen... Zufälligerweise ist natürlich Cartmans Katze nicht weg, ne? Ist da noch was? Alter, der Kerl ist schon pervers, oder? So krank, der Kerl. Hab ich's kaputt gemacht? Oh, ich hab's kaputt gemacht. Was ein Scheiß. So.
Und natürlich, wie immer, sei gesagt, wenn ihr was gesehen habt, was ich nicht gesehen habe, dürft ihr das natürlich auch gerne zum Besten geben. War hier unten keine Tür? Nein. Können Sie sich wohl noch nicht leisten. So, hier waren wir aber schon, ne? Jawohl. Müssen wir ab sofort noch die Badewanne im Auge behalten. Gehen wir mal wieder runter zu Kuhn. Keine Mädchen erlaubt. Oh. Keine Mädchen erlaubt. Oh. Alter, was ist denn? Keine Mädchen erlaubt. So. Kuchen brauchen wir eigentlich nichts, Ah, ne? Schlag, was machst du hier? Ja, das ist eine gute Frage. Wie viel haben wir denn im Inventar? Oh, wir kaufen einfach mal ein. Wie viel Schrott haben wir wieder? Noch nicht so viel. Danke für deinen Besuch des offiziellen Kuhn in Friend Store. Ich komme nur gucken, was hier noch so Interessantes gibt. Noch einmal und wir sind alle tot. Das Kuhn-Bike. Noch eine Entwicklung, Kuhn-Boot. Flugzeug und Kuhn Elektrorollstuhl. Ein Kuhn Elektrorollstuhl wäre natürlich cool. Aber hier unten war ich schon so oft, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn hier was gewesen wäre. Aber hier waren wir eigentlich noch gar nicht so oft, ne? Da oben waren wir schon ganz am Anfang, aber ich gehe trotzdem noch mal hin. Für den Fall, dass wir was vergessen haben, weil hier waren wir ja ganz am Anfang. Ich glaube es aber beinahe nicht. Nein. So, dann haben wir das Haus hier auch fertig. Ich glaube, es könnte doch länger wie ein paar Folgen werden. Aber wie ihr seht, es lohnt sich. Man findet immer wieder nützliches Zeug. Ab und an hier mal schauen, ob hier nichts ist. Hier haben wir aber alles. Oh, jetzt sind wir. Oh, hier liegt er immer noch. Hey, du hast doch Hausarrest. Maul. Ah, da sitzt sie immer noch. Da waren wir schon scheißen. Während sie da Es ist sitzt. nur zu deinem Besten. Kinder sind wie kleine Tiere. Ah ja. Da haben wir auch schon alles. Hier gibt es auch nichts. In dem Haus hier ist nicht viel los. Aber vielleicht noch bei ihm hier. Panda Mandia. Aber ich glaube, hier haben wir auch schon alles geholt. Okay. Lemmings.
Nichts. Na, das Haus hier war dann wohl doch der Flop. Hier haben wir ausnahmsweise mal nichts gefunden. Ich muss aber auch hier so alles im Auge behalten, weil wenn so Dinge, die man mal zerstören konnte, man kann ja in der Zeit zurückreisen. Aha. Hier wird es dann doch wieder interessanter. So. Diabetes zur Rettung. Diabetes Schmetterschlag. Was geil ist, das hat eben alles durch meinen Arsch funktioniert. Das ganze Spiel funktioniert nur dank meinem Arsch. Das ist so geil. So, Nummer 2, Bleistift, Schrott und Biogefahren. Gut, gut. So. Schlimmer als mein Vater. Supernova-Anzug. So. Ja, wir finden immer mehr Sachen hier ins Haufpark. An sich natürlich nicht verkehrt. Oh, jetzt sind wir wieder bei uns zu Hause. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir uns hier mal 100% umgesehen haben. Nichts drin. Natürlich. Gesperrt. Gut, hier war ich ja schon im Klo, das ist logisch. Hier unten haben wir auch nichts. Dann gehen wir mal schauen, was die liebevollen Eltern hier machen. Oh, der Vater ist ganz daheim. Mami, weint nicht, Schatz. Ich hab nur was im Auge. Ah ja, beste Familie haben wir hier. Vater ein Drogenjunkie, die Mutter eine Säuferin. Ist es nicht schön? So. Nur um mal zu schauen, so jetzt haben wir hier das bisschen, wir haben noch so viel vor uns. Alter Verwalter. Es wird noch ewig dauern, bis wir hier alles durchsucht haben. Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Ja, du wartest gefühlte 3 Jahre. Komm mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. So. Die ist neu, oder? Da kommt die kleine wandelnde Stinkbombe. Toll, wie du den Abschaum der Stadt entlarvt und auf ihn drauf gefurzt hast. Gell, Weltklasse, ne? Ah, das ist ja der DNA-Dings, die da, ja, stimmen. Team, ich erinnere. Es fehlen noch ein paar Toiletten. Da war ich noch nicht drauf. Ernsthaft? Wirklich, da war ich nicht drauf? Äh.
ich hasse das. Aber nicht übel, immerhin. Das Spiel lobt mich, obwohl ich eigentlich sau scheiße bin. Aber beim Scheißen ist vielleicht Scheiße sein gar nicht schlecht. Einwandfrei. Brauner Rosenstrauß, Bio gefahren, gut. Warum kriege ich die nicht angezeigt als abgeschlossen? Die Toilette der Walmers. Ja, aber warum? Muss ich da 4 Sterne erreichen? Da habe ich nur ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin, habe ich da noch nie drauf geachtet. Ohne Scheiß habe ich echt noch nie drauf geachtet, dass man die Toilette auch mit einem gewissen Schwierigkeitsgrad abschließen muss. Ist ja mal blöd. Kann ich eigentlich wieder alle Toiletten absuchen? Nein, ich krieg nur 2 Sterne hin. Scheiße, müssen wir uns merken. Oder ich versuch's nochmal. Das hier regt mich auf, eine 4-Sterne-Toilette. Bei den 2 Sachen versage ich immer. Oh. Ein Scheiß. Bei den 2 Sachen. Naja, okay, machen wir das ein anderes Mal. Scheiße, Alter. Das ist nachher die Toilette, die mir fehlt, dann bekomme ich einen Wutanfall. Bist du dem Verbrechen auf der Spur? Also los. Danke, dass du Jimmy hilfst. Kein Problem. Mr. Walmer. Oder Walmer. Gute Arbeit. Deine Eltern müssen stolz auf dich sein. Ja, das mit der Toilette müssen wir auf jeden Fall. Jimmys Haus ist das, ne? Das mit der Toilette wurmt mich. Gibt es eine Special-Folge mal zu? Jimmys Haus. Wer will, wer mag, wer hat noch nicht? Na, ich nicht, ich hab jetzt keine Zeit. Wollen wir? Haben wir ihn schon? Nein, Mr. Bigel. Haben wir noch nicht. Also komisch. Dann, wir sehen uns in den sozialen Medien. Jawohl, wieder eine neue Stufe. Ah ja, hier sind ja die Satanistinnen. Ich erinnere. Vergiss es, du Späßer. Hau ab! Ich verweigere mich dem kapitalistischen Gesamtkonzept der sozialen Medien und deren Agenda. Ja, hier müssen wir dann wohl auch wieder ein anderes Mal herkommen. Nichts. Das ist komisch. Einfach nichts. Den haben wir. Warum haben können wir das andere Klo? Warum kriege ich es nicht hin? Ich muss mal meinen Bruder fragen, ob der das kann.
Hier waren wir auch noch nicht drin. Aber vielleicht klappt es ja mit dem Buch. Indiana Jones. Wir haben so viel hier übersehen, das gibt's gar nicht. Lass mich in Ruhe, Spießer. Verpiss dich! Bist du ein Spießer, rieche ich auf 100 Meter. Diese Stadt geht in Arsch, es wird immer schlimmer. Deshalb versuchen wir es mit schwarzer Magie aus dem Internet. Aber Henriettas praller Bruder hat den heiligen Folianten für das Ritual gestohlen. Sieht also scheiße aus. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir. Du hast den heiligen Folianten gefunden? Leg ihn in den Zauberkreis. Aha. Jetzt die heiligen Kerzen anzünden. Ja, es läuft, ne? Sie hätten wir auch nicht hinbekommen, wenn ich jetzt nicht zufällig da gewesen wäre. Wow! Heilige Scheiße, der Neue hat's geschafft! Klar, wer sonst, wenn ich nicht... Diese Truhe ist echt gothic. Mach sie auf! Ich will erst nur ein Selfie, was haben wir hier drin? Naja. Das war alles? Wirklich? Das war antiklimaktisch. Scheiß Enttäuschung. Ja. Wenn ein Spießer wie du ein Selfie braucht, um sich wohlzufühlen, dann machen wir halt eins, schätze ich. Sehr gut. Pete Hillman. Hoffentlich kommt meine zynische Seite raus. Das ist echt so peinlich. Jetzt jammer nicht rum. Henrietta. Wir haben den Gothic-Zoo echt hier eingefangen. Ich kann genauso gut auch ein Selfie mit dir schießen. Ich habe jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Vögel oder wie auch immer. Das machen wir nie wieder. Du hast uns geholfen. Dann machen wir eben so ein Selfie. Und dann Michael. Das ist ein guter Name. Das Leben ist eine einzige Enttäuschung. So, wir haben wieder viel gefunden, viel erreicht. Schauen wir kurz vor dem Ende der Folge nochmal, was genau. Kostüme haben wir jede Menge gefunden. Naja. Naja. Also, und die Emo-Frisur haben wir ja noch. Artefakte haben wir ein neues, das ist sehr gut. Ah, aber nur auf der Position, scheiße. Verflixt. Da haben wir schon ein sehr gutes, verdammt. Naja, egal, was soll's. Charakterbogen, was haben wir neues? Ja, wir haben wieder was eingesammelt. Hoppala. Verbrauchsgegenstand. Ah ja, Amateurfunkgerät. Und Missionsgegenstand. Oh, der Scheißhaufen. Ah, den brauchen wir als Herstellung für irgendwas, was auch immer. Ah ja, und das Bild haben wir noch neu. So, aber dann soll es das jetzt erstmal für heute gewesen sein. Draußen warten ja noch die Sechsklässler, die werden wir dann beim nächsten Mal vermöbeln. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.